Gloria konnten alle gerettet werden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, die Ostseefähre brennt weiter lichterloh vor der Küste der Insel Fehmarn. Mehrere Rettungsschiffe sind ausgerückt, um mit Wasserkanonen den Rumpf des Schiffs zu kühlen. Inzwischen soll es eine zweite Explosion an Bord gegeben haben, die das Inferno verstärkt hat. Wenn die Fähre sinkt, droht der Region eine Ölpest. Das Schiff hat 200 Tonnen Dieselöl an Bord. Birgit Nössing berichtet. Rauch und Feuer auf der Lisko Gloria. Seit mehreren Stunden versuchen die Einsatzkräfte, die Flammen in den Griff zu bekommen. Vergeblich. Löschen können sie nur ganz langsam, sonst droht das Schiff zu kentern. Es soll auf dem Schiff eine Explosion gegeben haben, die dann zu einem weiteren größeren Brand auf dem Schiff geführt hat. Die Ursachen sind noch nicht näher bekannt, spielen zu diesem Zeitpunkt auch keine Rolle, weil die Bekämpfungsmaßnahmen, nämlich das Retten von Menschenleben und die Brandbekämpfung, im Vordergrund standen. Für die Passagiere heißt es in Kiel Endstation. Am frühen Morgen trifft die MS Deutschland mit den Geretteten wieder dort ein, wo die Odyssee begann. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort, um die Schiffbrüchigen zu versorgen. Es sind Kleinkinder an Bord, es sind Personen an Bord, die haben keine Schuhe mehr an. Wir müssen diese Leute jetzt natürlich versorgen. Sie sind sehr erschöpft, sie lagen teilweise auf dem Fußboden dort. Einige waren auch in einem besseren Zustand. Das ist also eine Situation, wie ich sie dort vorgefunden habe. Am Abend machte sich die Lisko Gloria auf den Weg nach Litauen. Etwa 11 Kilometer nördlich von Fehmarn fing das Oberdeck plötzlich Feuer. Blitzschnell breiteten sich die Flammen auf der gesamten Länge aus. Mehrere Schiffe, die in der Nähe waren, eilten zu Hilfe, um die 236 Passagiere zu retten. Viele an Bord, so berichten die Angehörigen den Journalisten, erlitten Rauchverletzungen oder einen Schock. Ihm geht's ganz gut, nur der hat ja einen Schreck bekommen. Über 20 Hilfsschiffe sind vor der dänischen Insel Langeland im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wie es zu der Explosion kam, ist noch nicht geklärt. Gut eine Woche.